So, meine Lieben, nach einer extremen Irrfahrt jetzt seit in der Früh, so irgendwann einmal hat es angefangen zu nerven, weil es nur geschüttet hat. Da, wo ich hingefahren bin, hat es nur geregnet und ich habe einfach geglaubt, Richtung Osten wird es einfach schöner. Ja, habe mich offensichtlich ein bisschen getäuscht, wobei jetzt hat es sich halbwegs wieder beruhigt. Es ist zwar bewölkt, aber es schaut so aus, als wenn es einfach wieder schöner werden würde. Und ich befinde mich jetzt im Burgenland, Grenze Burgenland-Steiermark, Güssing, südliches Burgenland. Und ja, wunderschöne Burg. Und da beobachte ich jetzt schon längere Zeit, da springen Fallschirmspringer ab. Jetzt ist es leider nur noch einer. Oder vielleicht kommen ja noch welche, weil der Hubschrauber noch ziemlich an Höhe gewinnt. Aber ist ja egal, deswegen bin ich ja eigentlich auch nicht da. Ja, bin jetzt Kilometer weit gefahren, um endlich einmal halbwegs einen normalen Platz zu finden, wo ich mich hinsetzen kann und mal ein bisschen was essen. Es ist unglaublich. Also wenn man in Gebieten unterwegs ist, die touristisch nicht so erschlossen sind, da kannst du fahren. Da gibt es keinen Parkplatz neben der Straße, egal ob das eine Schnellstraße ist oder nichts. Kilometer weit kannst du da fahren, in der Gegend herum. Nichts, wo du dich ein bisschen hinflacken kannst und einmal in Ruhe was essen. Jetzt vor Güssing, neben der Straße, ein Parkplatz, da habe ich mir gedacht, es reicht, sitze mich da hin, auch wenn da die Autos vorbeikrachen und es nicht sehr angenehm ist. Ja, so ist es einfach mal. Dafür ist die Aussicht ganz schön. Und das, was ich jetzt einmal erwähnen möchte, dieses 3G-Ding, ja, das nervt mich jetzt schon langsam, weil du kannst wirklich nirgends rein. An einen Campingplatz brauche ich gar nicht denken. Ich bin eh froh, wenn es ohne Campingplatz geht. Aber wenn es denn mal sein sollte, oder wenn einmal mal denkt, okay, scheiß dich an, die Gegend ist schön, da ist vielleicht der See, oder ich werde nur Richtung Neusiedlersee fahren und vielleicht nur 2 Tage bleiben, wenn das Wetter passt, und du brauchst diesen Scheißtest, es nervt mich gerade ungemein. Also, das erleichtert es nicht. Also, Kroatien war traumhaft. Klar, das Hineinkommen, das Rauskommen, aber dort hat keiner irgendeinen Test verlangt oder sonst was. Hin und wieder hat man wo die Masken tragen. Man trägt sie ja eh, man tut ja Dinge dann eh freiwillig. Ja, das müssten diese Herrschaften mal alle verstehen, wenn sie einfach die Menschen zu einer Selbstständigkeit, zur Selbstverantwortung einfach auch bringen würden, dann würden sie es aus freien Stücken tun, das was wichtig ist und das was sinnlos ist eben nicht. Das wär's einfach mal, meine Lieben. Jo, gut, jetzt mache ich mir nur 2 Zweckerl und dann schaue ich, dass ich weiterkomme. So, meine Freunde, es artet schon langsam zu einer Burg. Besichtigungstour aus. Okay, ein bisschen übertrieben, aber gestern die Burg Rattenberg und heute ein paar Bundesländer weiter in Burgenland. Burgenland heißt ja nicht umsonst Burgenland. Hier in Güssing, die Burg in Güssing, ja, muss ich natürlich auch rauf. Die Burg, die gefällt mir. Das gefällt mir, weil da nichts nicht wahnsinnig herumrestauriert wurde, so wie es bei vielen Burgen ist, die sind oft so tiptop benannt, da weiß man, da wurde nachgebessert, da wurde gehübscht, aufgebessert und die schaut einfach so aus, als so wie sie halt ausschaut. Da sind halt die Jahrhunderte an dieser Burg vorübergegangen und das gefällt mir viel besser. Ja, meine Lieben, und das ist das Burgenland. Hier die Stadt Güssing. Auch eine Bezirkshauptstadt. In Österreich sind die Bezirkshauptstädte eher klein gehalten. Weiß nicht, hier vielleicht 5.000, 6.000, 7.000 Einwohner. Und ja, aber trotzdem eine nette Metropole, sage ich jetzt mal, einfach hier vom südlichen Burgenland. Ja, ich mag das, wenn die Städte nicht so groß sind, die haben trotzdem auch alles. Da sind oft schon die Gewerbeparks und Einkaufszentren größer als die Stadt oder der Ort selber. Und da ist alles relativ übersichtlich. Man bekommt einen Parkplatz ohne Probleme unten. Da sind Parkplätze ohne Ende. Kann man überall stehen. In den großen Städten, da hast du Pech.
Da zahlst du wie ein Luster, wenn du in der Stadt parkst. Und in solchen Städten, und das mag ich, da kostet es nichts. Ich würde einen Euro dafür zahlen, kein Problem, wenn ich nicht ewig suchen muss. Und das muss man hier eben auch nicht. Gefällt mir. Ja, und da nochmal diese Burganlage aus einer anderen Perspektive. Das hat was, das hat wirklich was. Da sieht man die Zeichen der Zeit und nicht nur irgendwas wunderbar restauriert, auf Hochglanz poliert. Schaut gut aus, aber oft weiß man dann nicht, ist die Burg vor 10 Jahren aufgebaut worden oder vor 500 Jahren. Das macht einen Unterschied. Ja, und da ist offensichtlich ein Fallschirmspringer-Stützpunkt. Militär nehme ich mal an, weil ich schon die ganze Zeit, seit ich da bin, den Hubschrauber höre und ständig irgendwelche Fallschirmspringer herunterspringen sehe. Am Anfang haben wir geglaubt, das gibt's doch nicht. Wir sind ja in unserer Gegend in den Bergen die Paragleiter gewohnt. Und dachte mir, wie geht es, dass da ein Paragleiter oder mehrere gleich auf einer Höhe von, weiß nicht, 1000 Meter herumfliegen, wo die Berge nicht höher als 100 Meter sind. Ja, bis ich drauf gekommen bin, sind Fallschirmspringer, keine Paragleiter. Aber das Umland da, wow, sowas mag ich auch, unglaublich. Also wenn man ständig die großen Berge vor der Nase hat, ich liebe das einfach auch, diese hügelige Landschaft, ja, wo nicht nur so ein paar so Hügel sind, sondern so leichte Ketten, und dann hat es da auch schon so ein gewisses mediterranes Klima. Burgenland ist ja beeinflusst vom pannonischen Klima aus Ungarn. Das hat ja was ganz Eigenes. Das ist ganz andere Klimazone als wie bei uns diesen meist österreichischen nördlicheren Breitengraden. In Ungarn hat es da was ganz Eigenes. Ja, die Steppe, da gibt es ja auch eine Steppe. Ja, pannonisches Klima. Muss man halt mal googeln, wenn man mehr wissen möchte. Aber wie gesagt, Burgenland, der Neusiedlersee vor allem auch, ist da diesen Einfluss schon sehr, sehr eben geschuldet. Und darum hat es da auch. Jetzt, wenn die Sonne rauskommt, ist es gleich wieder geil. Den ganzen Vormittag bei strömendem Regen war es weniger geil. Ja, und das sind auch nette Ecken. Ja, die damaligen Burgherren und Fräuleinen oder Fräuleininnen, wie auch immer, die wussten auch schon, was schön ist und was vor allem romantisch ist. Und da hinten wird es wohl das eine oder andere Stell dich ein vom Burgherren oder der Burgdame, mit wem auch immer, gegeben haben. Ja, meine Lieben, und nochmal einen kurzen Rundblick. Und da unten so ein, ich weiß nicht, was das ist. Ist das ein Fischweiher? Weil baden kann man da nicht. So wie es ausschaut, es schaut sehr natürlich aus, das Ganze, mit Schilf bewachsen. Keine Ahnung, ich vermute, das ist ein Naturschutzgebiet oder sowas in die Richtung. Jo, also wie gesagt, wenn das Wetter schön ist, dann schaut das einfach auch geil aus. Wir brauchen nicht immer die hohen Berge. So, meine Leute, ich weiß jetzt nicht, ob man das so genau sieht, aber ich habe jetzt die Idee gehabt, und zwar habe ich mir jetzt einfach mal dieses Panel oben am Dachzelt festgeschnallt und lasse es oben. Ich habe es natürlich auch verzurrt, keine Frage. Und ich hoffe, das hält auch. Wow, eine kleine Probefahrt auf jeden Fall mal zuerst. So, meine Lieben, jetzt habe ich mich so einen halben Tag in Güssig aufgehalten, und ihr habt ja gesehen, mit der Burg war ein netter Aufenthalt. Also es war dann doch irgendwie ganz fein da. Da hat es Parkplätze ohne Ende gegeben, und an einem Parkplatz war gleich ein Klo in der Nähe und ein paar Bäume und eine Wiese. Da habe ich mich einfach mal drunter gelegt, da stand, habe gemütlich gegessen und ein paar Sachen einfach fertig gemacht. Und jetzt bin ich am Weg durch das komplette Burgenland durch, der Länge nach Richtung Neusiedlersee, also nicht der kompletten Länge, aber bis zum Neusiedlersee, also zum größten See Österreichs, der Neusiedlersee. Ja, mal schauen, wie es dann dort wird, vor allem mit Schlafmöglichkeiten, wo kann man stehen. Ja, weil, wie gesagt, ich habe echt keine Lust, mich zu testen wegen eines Campingplatzes. Also ich werde schon schauen, dass ich so irgendwie durchkomme. Also es ist jetzt eine Strecke von mir von einer Stunde und 45 Minuten.
Und ich hoffe, dass mein Solarpanel oben da hält. Also das macht mir so ein bisschen Kopfweh, aber da werde ich jetzt dann gleich einmal nachschauen, ob da irgendwas verruckelt ist oder nicht. Also wir sehen uns später. Ja, meine lieben Freunde, und weil das natürlich so ist, wenn man ganz wenig auf einem Campingplatz ist, dass man dann auch weniger Möglichkeit hat, sich zu duschen, zu waschen, vor allem die Haare zu waschen, werde ich jetzt diese Möglichkeit hier bei dieser Raststelle in Angriff nehmen. Wir haben jetzt sozusagen auf einer Raststätte eine Brause, kostet 1 € für 10 Minuten, da bin ich gespannt. Ich hoffe, das funktioniert dann auch nicht, dass ich dann drinstehe und keine Ahnung, ja. Also wir sehen uns später wieder. So, da, alles erledigt, hat funktioniert, frisch geduscht, Haare wieder schön. Jo, das fühlt sich ja gleich mal anders an, wenn man sich hin und wieder auch wieder richtig sauber machen kann. Also dann, schauen wir mal, wo es hingeht, Richtung Neusiedlersee, darf nicht mehr allzu weit sein. Ja, und da wird jetzt das Burgenland richtig schön flach. Und ganz hinten, aber das sieht man da sicher nicht. Ich sehe es, ist die Landeshauptstadt Eisenstadt. Auch keine große Stadt. Weiß nicht, 25.000 Einwohner vielleicht. Ja, in Österreich ist alles ein bisschen kleiner, überschaubarer und trotzdem ist es auch für jemanden, der in dem Land groß geworden ist und doch schon ziemlich herumgekommen ist, auch in dem Land immer wieder neu und herausfordernd, gerade auch jetzt hier unterwegs zu sein. So schaut es da aus in den Straßen. Diese einstöckigen oder erdgeschossigen kleinen Häuser. Ist sehr typisch für die Gegend. So, und jetzt sehen wir dann das erste Mal den Neusiedlersee im Hintergrund. Ja, das hat schon ziemlich südliches Flair und ich weiß auch nicht, ob man den See jetzt wirklich gescheit sieht. Aber da hat man schon so ein bisschen das Gefühl, man kommt an das Meer. Ja, da ist ja auch alles ziemlich trocken. Und der Neusiedlersee ist auf jeden Fall ein Steppensee. Das heißt, der ist auch nicht sehr tief. So, jetzt bin ich auf jeden Fall mehr angekommen am Neusiedlersee. Ja, man sieht jetzt da nicht so wahnsinnig viel, weil man da einfach sehr wenig Zugang hat. Da vorne ist ein Freibad, aber ja, ich bin jetzt nicht reingegangen, getestet. Aber anscheinend kommt man später nochmal rein. Da ist jetzt auch wieder kein Zugang, da kann man auch nicht weiter. Also das sind alles so Dinge, wo ich wirklich sagen muss, es wird schon langsam ein bisschen langweilig. So, jetzt habe ich ja doch noch einen Zugang gefunden bekommen. Naja, wenn jetzt diese Stadt ja nicht im Weg stehen würde, würde man auf den See ganz gut mal raus sehen. Aber auf jeden Fall hat man da schon ein bisschen mehr Blick über die Weite des Sees. Da kann man schon ein bisschen mehr Feeling auch bekommen hier. Die Statue, die macht sich ja nicht so schlecht. In the great outdoors, forever free, you and me, meant to be. Ja, hallo meine Lieben, ich befinde mich hier heute am österreichischen Meer, quasi am Neusiedlersee, Österreichs mit Abstand größter See, ist ein Steppensee. Wir sehen da noch ein bisschen die Schilfgürtel rundum, also das ganz eigenes Flair, das pannonische Klima ist hier zu Hause und das hat schon ganz was anderes. Also hier ist es meistens wärmer und einfach ganz anders als wie im Rest von Österreich, auch so wie jetzt. Es ist noch wunderbares Wetter. Im Rest
Restösterreich ist es einfach sehr unbeständig. Gestern hat es bei mir zu Hause anscheinend verkagelt. Also lauter so Geschichten, und da ist blauster Himmel gewesen. Da ist es ein bisschen bewölkt. Aber egal. Schauen wir uns einfach ein bisschen den See an. Der ist wirklich sehr, sehr groß. Man hat da, wenn man so schaut, wirklich schon fast Meer-Feeling. Und er hat ziemliche Wellen. Der Wind geht gar nicht so arg, aber er ist nicht sehr tief. Und deswegen sind natürlich die Wellen schnell mal da. Die Vogelwelt hier genauso wie in Kroatien, auch die Möwen fliegen hier herum. Störche habe ich leider noch keine gesehen, also auf die bin ich schon gespannt, weil das sind wirklich sehr seltene und sehr schöne Vögel, zumindest in unserem Breitengrad. Naja, in die Richtung da hinüber, da geht es nach Ungarn, ein ganz kleiner Teil vom Neusiedlersee ist auch in Ungarn. Da ist der ganze Schilfgürtel, da hinten sieht man Mörbisch, da habe ich jetzt mal sozusagen Quartierbesuch, Parkplatz als einziger, alle anderen sind brav am Campingplatz, wenn man so weit das Campingplatz nennen kann. Es ist mehr oder weniger ein Stellplatz auf Schotter mit ein paar Quadratmeter, limitiert, kostet auch immerhin für eine Person 20 Euro die Nacht. Also das schamt sie auch nicht.